Und damit willkommen zu einem neuen Video von Linux, Windows und Mac Hilfe. Heute möchte ich dir gerne zeigen, wie einfach du eine ISO-Datei auf deinen USB-Stick brennen kannst. Ich nenne das jetzt einfach mal brennen. Und zwar geht es mit einem ziemlich coolen Programm. Aber vor allem vorweg, warum muss ich das solches überhaupt machen oder für welchen Einsatzzweck ist das gut? Ich kann ja die ISO einfach auch auf den USB-Stick packen. Na, nicht unbedingt, das funktioniert nicht in den allermeisten Fällen. Und deswegen musst du dir ein Programm runterladen, was erst was draufschreibt und damit das Ganze dann auch funktioniert. Es gibt verschiedene Tools, die das können. Und heute zeige ich dir das Ganze mit dem Fedora hauseigenen Image-Schreibprogramm. Und der beste Einsatzzweck ist, wenn du zum Beispiel eine Linux-Distribution testen möchtest, dass du die einfach dann auf deinen USB-Stick brennst. Ich empfehle dir übrigens, mindestens einen USB-Stick zu nehmen, der 16 GB groß ist. 8 GB könnte auch noch passen, aber wie gesagt, ich würde eher auf 16, wenn nicht sogar 32 GB gehen, aber da könnt ihr euch, wie gesagt, frei entfalten. Ich persönlich würde auf jeden Fall 32 GB nehmen, aber einfach auf der sicheren Seite zu sein. Aber ein 8 GB Stick, ihr müsst halt gucken, wie groß das Image ist, würde es natürlich gegebenenfalls auch tun. So, da würde ich sagen, fangen wir an. Und zwar starten wir das Programm. Und zwar heißt das hier Fedora Media Writer. Und wie wir übrigens unseren USB-Stick vorbereiten bzw. formatieren, zeige ich euch in einem anderen Video. Das werde ich euch hier irgendwo verlinken, sobald es fertig ist. Und hier haben wir nun die Möglichkeit, Fedora Workstation 32 direkt ein Live-Image zu erzeugen, Fedora Server. Wir haben aber auch die Möglichkeit, hier unten drauf zu drücken und uns auch verschiedene Desktop-Varianten von den alten Fedoras zum Beispiel, neuen Fedoras anzuzeigen. Was ich ziemlich cool finde. Wir haben aber auch die Möglichkeit, ein benutzerdefiniertes Abbild uns auszusuchen. Ich in meinem Fall habe natürlich hier schon Ubuntu Studio 20.04 mir ausgesucht dafür. Jetzt habe ich hier übrigens noch die beiden Sachen, in der er sagt, hey, willst du es wirklich auf den Kingston Datentreffel USB 3.0 32 GB installieren? Ich persönlich sage ja. Jetzt kommt eine Kennwortabfrage, weil ich könnte ja das aus Versehen gemacht haben, um dann wirklich aufgeschreckt hoch und sehe, okay, was macht er eigentlich? Ich sage anwenden und jetzt schreibt er das Ganze. Und ja, das kann natürlich einen kleinen Moment dauern. Und ich würde sagen, ich verabschiede mich von diesem Video, sage danke fürs Zuschauen. Wenn du irgendwelche Fragen an mich hast oder Tipps oder Tricks, dann bitte ab damit unten in die Kommentare. Ich sage danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal und tschüss.